Leute, ihr wisst ja, die Welt ist manchmal ein ziemlich komischer Ort. Umso wichtiger ist es doch, dass wenigstens sich noch ein YouTuber um eure Probleme kümmert. Also Leute, wo kann ich helfen? Was beschäftigt denn euch so? Mich beschäftigt, dass in der heutigen Gesellschaft immer noch gestattet ist, Erdferkel nicht zertifiziertes Futter zu verabreichen. Es sollte eingeführt werden, dass man Erdferkel nur noch vom Staat zertifiziertes Premiumfutter vom Bio-Erdferkelfarmen verfüttern darf. Was zum Geier ist ein Erdferkel? Sag mal her, wie sieht denn der aus? Alter, das ist ja das geilste Tier, was ich je gesehen habe. Es ist irgendwie so eine Mischung zwischen Ameisenbär, Känguru, Schwein und irgendwie wie jede andere Lebensform auf diesem Planeten. Und dieses Tier behandelt man nicht anständig. Leute, das kann nicht sein. Leute, das schreit nach einer Community-Aufgabe. Schreibt jetzt in die Kommentare. Wir verlangen staatlich verifiziertes Premium-Futter für die Erd... Obwohl, scheiß auf die Erdferkel, Alter. Schreibt, wir verlangen staatlich zertifiziertes Premium-Futter für CEO. Leute, ich mache hier Comedy auf YouTube. Mein CPM ist geringer als der IQ von Trimax. Leute, ich bin am Verhungern. Ah, Rinder legen keine Eier, ne? Rinder legen keine Eier. Was geht ab, Elite? Zeus hier! Oh, ist das geil, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich heiße dich herzlich willkommen zur weiteren Folge von Talk and Comments. Bist ja gar nicht an. Okay, heute werde ich mir eure Twitter-Fragen anschauen und diese mal mit einer Antwort würdigen. Das sei denn natürlich, die Fragen sind gar nicht einer Antwort würdig. Wieso kommt das Pipi unten raus und nicht oben? Was? Schnell Krone zurück, bevor Knossi mich hatet. Sollen wir ihm eine schicken? Soll er eine Krone kriegen? Ja. Ja. Schicken soll er eine Krone kriegen? Zwei. Nein. Aber natürlich waren auch wieder ordentliche Fragen mit dabei. Deswegen würde ich sagen, eure Fragen, meine Antworten darauf. Los geht's. Was sagst du zu Joollis zweitem Album? Ich find's eher... Abturn. Abturn. Ey, es ist so schlimm, dass dieser Typ noch ein Thema ist. Ich meine, der Typ wurde ja wirklich verurteilt wegen diesen ganzen minderjährigen Geschichten, sag ich jetzt mal. Und jetzt im Nachhinein knallt er einfach solche Jokes raus. Hey, die hat ja einen geilen Rock. Und bei der ist die Strumpfhose unten. Olli. Ja, was denn? Das hier ist ein Kindergarten. Kindergarten? Ey, noch besser, spar ich mir die 60 Euro. Hast du so ein Arschloch? Normalerweise finde ich es ja voll stark, wenn man so Witze auf seine eigenen Kosten machen kann, aber in dem Fall. Die Musik wird sogar ziemlich oft angehört, aber ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Du gehst jetzt zu Netto und kaufst ein paar Eier, denn du hast gar keine, ich mach daraus Spiegeleier. Sorry, aber ich glaube, du hast da ein bisschen Stimme in deinem Autotune. Findest du die Menschen, die sich in Berlin auf die Demo begeben haben, auch alle so behindert wie ich? Behindert darf man in so einem Kontext nicht sagen. Leute, ihr habt es bestimmt mitbekommen, in Berlin gab es eine Demo gegen die Corona-Regelungen. Darunter waren bestimmt einige Leute, die wirklich Probleme haben, ihr Geschäft weiterzuführen, weil die ganzen Corona-Richtlinien und Regelungen machen es schon schwer, so Betriebe weiterhin ordentlich zu führen. Also kann ich schon verstehen, dass viele verärgert sind und sagen, hey, das muss sich ändern. Allerdings natürlich auch klar, dass nur wenn die Infektionszahlen sinken, kann auch die ganzen Richtlinien weggenommen werden. Wenn man stattdessen aber sowas macht, dann ist es wirklich überhaupt nicht hilfreich, Leute. Vor allem ist das Geilste, dass angeblich dort 1,3 Millionen Menschen gewesen sein sollen. Und dieser Twitter-User hat sich die Mühe gemacht, mal das Ganze zu simulieren. Also so würden 1,3 Millionen Menschen aussehen, würden sie auf so einer quadratischen Fläche stehen. Ja, und wenn man das jetzt vergleicht, boah, da fehlt schon ein bisschen was, oder? Ah, Bruder, ich muss mich einfach echt zusammenreißen, so jemanden nicht in Stücke zu zerreißen, Diggi. Den bann ich einfach, Digga. Kommt mal wieder eine neue Folge Let's Sketch? Okay, Leute, ich mach's. Das nächste Video schon ist ein Let's Sketch, aber allerdings nur, wenn ihr nochmal neue Kommentare schreiben könntet. Das hier ist das Video. Einfach hier in den Kommentaren nochmal ein paar Themenvorschläge und Beispielsätze schreiben. Dann kann ich bestimmt wieder eine richtig geile Folge bauen. Weil eigentlich bin ich eh gut beschäftigt, aber die letzte Folge ist ja 10 Monate her. Da muss man was kommen. Zeo, warum bist du immer so gut drauf? Das ist eine sehr gute Frage. Ich... Heroin, Koks, Nutten. Jo, das stimmt. Aber eigentlich wäre doch das eine gute Frage für die Insta-Time, jetzt! Ganz genau. Insta-Time! Ich stelle jetzt auf Instagram eine kleine Frage und später im Video schauen wir dann live, was so für Antworten da zurückgekommen sind. Ich bin sehr gespannt. Hey Leute, was geht ab? Willkommen zu Insta-Time. Mal reinschreiben jetzt in die Kommentare. Ich habe gerade die Frage bekommen. Zeo, warum bist du eigentlich immer so glücklich? Vielleicht wisst ihr ja die Antwort. Ich bin sehr gespannt. Dann sehen wir uns später im Video und dann bis dann. Ciao, juhu! Ja Leute, das erste Mal aus der Wohnung hier. Wie cool ist das denn? Wie läuft der Umzug? Joa, es geht schon voran. Ich zeige am besten hier einfach mal so ein paar Aufnahmen, wie sich die Wohnung langsam entwickelt hat. Natürlich muss noch viel gemacht werden und es soll ja auch Leute geben, die sich alles auf- oder einbauen lassen. Aber ich bin da eher dieser DIY-Typ, wie man heute sagen würde, oder? Also, do it yourself, meine ich. Also, früher hätte man gesagt, das musst du schon selber machen, sonst wär's ja geschießt. Ich schätze, es dauert noch bis Ende September, bis alles so ist, wie ich es wirklich gerne hätte. Aber ich muss schon sagen, langsam fühle ich mich echt wohl in meinen 68 Wänden. Was hältst du von der Explosion in Beirut? Was soll man davon schon halten?
ist halt wirklich mega beschissen. Ich finde, solche Katastrophen sind immer dann super beunruhigend, wenn sie menschengemacht sind und nicht irgendwie natürlichen Ursprungs oder so. Obwohl ich eh sagen muss, also dafür, dass der Mensch eigentlich das schlauste Lebewesen auf diesem Planeten sein soll, richtet er ganz schön viel Chaos an. Obwohl ich mich manchmal frage, ob es vielleicht sogar irgendwie natürlich ist, dass immer Chaos entstehen muss, wenn eine Spezies einen ganzen Planeten dominiert. Ey, willst du mich umbringen? Ich darf über sowas nicht nachdenken. Sonst platzt mein Gehirn. Oh mein Gott! Ist das Niveau der Folge etwa nicht bei minus 2000? Alarm! Alarm! Moment, das bekommen wir schon hin. Mich beschäftigt, dass einfach viel zu wenig Füchse gestreichelt werden. Oh ja. Leute, ihr müsst wirklich mehr Füchse streicheln. Los, Community-Aufgabe an euch. Schreibt einfach mehr staatlich geprüftes Premium-Futter für CEO in die Kommentare. Wie gehst denn du mit deinen Insta-DMs um? Naja, abends vorm Einschlafen stöber ich einfach meine DMs nochmal so durch und dann schaue ich halt, was ich beantworten kann. Allerdings antworte ich auf zwei Sachen nicht. Einmal so Smalltalk-Sachen wie, hey, wie geht's, weil das einfach auf Dauer ein bisschen langweilig ist. Und dann auf keinen Fall auf das hier. Tag 1, wo Zio nicht geantwortet hat. Tag 2, wo Zio nicht geantwortet hat. Tag 3, wo Zio nicht geantwortet hat. Mann, was für ein abgehobener Penner. Tag 3850, wo Zio nicht geantwortet hat. No. Mein Rücken. Macht bitte sowas nicht, weil sowas ist halt echt uncool. Aber wie gesagt, sonst gebe ich mir echt total viel Mühe, auf alles zu antworten. Also gerade auf gute Fragen oder Kritik. Aber wenn wir schon mal beim Thema Instagram sind, kommen wir jetzt zur Insta-Time. So, die Frage war ja, warum bin ich eigentlich immer so gut gelaunt? Ich bin gespannt, was dazu kommt. Die einzig wahre Semmel schreibt mir wegen Wolki. Ja, das stimmt. Wolki ist echt super. By the way, darf man auch als Erwachsener Kuscheltiere haben. Das ist vollkommen normal. Digga, du bist fast 30, Alter. Was machst du? Kuscheltiere braucht man im Leben. Die sind super. Ist nicht ja. So. Du hast doch dein Kuscheltier. Gewitter am Kopf Fanpage schreibt mir, Bier macht glücklich. Einen Moment schon. Dann aber nicht mehr. Drogen, smoke weed every day. Augustina, Drogen sind die Antwort. Was ist denn hier los? Und Donny YouTube schreibt, weil er noch nicht weiß, dass der Ton nicht aufgenommen hat. Ey, das Mikro ist schon an, oder? Okay. Mach mir doch keine Angst, ey. Wie immer geht ein Dankeschön raus an alle Kanalmitglieder. Ist echt eine super geile Aktion von euch. Ich denke, das Premium-Futter müsste jetzt drin sein, oder? Okay, ich höre schon auf. Und ein besonderer Dank geht raus an Cookie Island, Surflauschig, Dante Sun, Yannick, Jona, Fabian und I want some moon. Ich muss mir noch merken hier. Für die unglaublich starke Unterstützung auf Patreon. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube. Behaltet euren exzellenten Humor und vergesst niemals. Natürlich sind Karotten gut für die Augen oder habt ihr jemals einen Hasen mit Brille gesehen? Euer Zio. Okidoki.